ich habe hier einen Artikel zugeschickt bekommen von Napflebe Photoshop. Und zwar geht es hier um einen, muss ich kurz ablesen, Gassi-Handy-Kotbeuteltasche. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Seht ihr schon? Sehr schön verpackt und direkt ein Dankeschön-Kärtchen dabei. Viel Spaß beim Testen. Und so schön, das halte ich mal hier in die Kamera. Hier auch Handmade with Love. Das heißt, ich mache das mal auf. Und bin mal ganz gespannt über diese Multifunktionstasche. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke. Somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Das sieht echt gut aus. Und vor allem, was mich freut, es ist nicht pink oder rosa wie sonst immer. Also ich fange mal an hier mit der Tasche. Da ist, genau, für die Kotbeutel, das ist praktisch. Guck mal hier, könnt ihr die Kotbeutel reinpacken. Die sind ja meist so aufgerollt und hier dann durch, ne, dass ihr immer einen abziehen könnt. Das ist die Tasche. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, kleinere Sachen reinzupacken. Hier dann das Handy. So, und ja, also kleinere Sachen, das könnten jetzt, ja, das kann ein einzelner Schlüssel sein, so viel passt da nicht rein, das ist so ein halber Finger ungefähr. Oder halt ein paar Leckerli. Und das Handy, ich habe mir mal hier eins geholt, das ist ein iPhone XR, glaube ich. Das passt locker rein. Und auch ein größeres Handy würde hier reinpassen. So, das ist aber nicht alles. Mit dabei ist ja auch noch hier dieser Riemen. So, dann könnt ihr das Ganze, das ist auch richtig schön stabil, von der Länge her einstellen, relativ easy. Ihr habt hier einen richtig schönen Knoten gemacht bekommen, sodass man das theoretisch ganz kurz machen kann. Dann hängt man sich das um, macht das mal eben hier vor der Kamera. So, oder man stellt sich halt hin, und das ist ja jetzt natürlich viel zu kurz, wenn man durch die Gegend geht, dann macht das ein bisschen länger. Sehr schön und fallen. Hier aus Leder, oben Stoff. Das macht einen sehr guten Eindruck. Das Ganze kommt hier, wie gesagt, von Napflebe Photoshop. Das ist ein Shop auf Etsy. Und diesen Shop verlinke ich euch einmal hier oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Im Folgenden zeige ich euch auch mal, wie dieser Shop so aussieht. Hier seht ihr den Etsy-Shop von Napflebe Photoshop. Und das ist ja hier der Shop aus Hamburg mit einem, ja, doch sehr, sehr schönen, ich suche ihn gerade, hier, Gassi-Handy-Kotbeuteltasche. Und hier gibt es ganz viele Artikel in dieser Richtung. Insgesamt sind es hier 43 Artikel. Und 763 Verkäufe mit 5 Sternen bewertet. Das Ganze hier von der Gina. Und die durchschnittlichen Bewertungen sind hier 4,8 oder höher. Also hier sind auch alle sehr zufrieden. Und ich muss sagen, ich hatte das Produkt ja gerade in der Hand, hier den Beutel. Sehr, sehr gute Qualität, macht einen super Eindruck. Und schaut euch das mal an. Wie gesagt, in der Videobeschreibung oder halt auch oben in der Infokarte des Videos. So gelangt ihr direkt in diesen Shop. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.